Ich engagiere mich bei den ABC-Tischen seit 2015. Am Anfang waren viele Familien da, die unsere Hilfe gebraucht haben. Und der Zauber macht aus, dass die Menschen hier jeden Tag herkommen können, wir immer da sind und dass es sehr offene Atmosphäre ist, nicht so wie in der Schule. Ich freue mich immer, wenn ehemalige Teilnehmer vorbeikommen und berichten, dass sie Arbeit gefunden haben und wie sehr ihnen die ABC-Tische geholfen haben, um Kontakt in Dresden zu finden. Hier an den Tischen ist es kein Sprachkurs oder Integrationskurs oder so, aber doch besser. Man muss sich nicht anmelden. Man kann die Sprache üben ohne Stress. Hier, wir reden über alles Aktuelles. Und das macht einen großen Unterschied, die Sprache zu üben. Nicht nur Grammatik, Wörter, Bücher, Vokabeln, sondern Ideen und was steht dahinter. Hier Deutsch ist mit Freundschaft und Unterstützung. Das ist nicht Deutsch, die man in Büchern lesen kann. Das ist Deutsch mit den Leuten, die wirklich möchten etwas Wichtiges beibringen. Was wünschen Sie sich für die ABC-Tische für die Zukunft? Die Lehrer, oder die es schon gibt, sind ja auch oft mit dem Ankommen überfordert. Und da gibt es dann die Ehrenamtlichen, die dann mithelfen. Die Netzwerkarbeit, das Organisatorische muss ja alles gestemmt werden. Und dafür wünsche ich mir, dass es finanziell mit wieder gefördert wird. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie hörten, die Frau Lehmann ist eine, die wir heute ehren dürfen? Da war ich erstmal begeistert und von Socken, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich ausgewählt werden würde. Ich bin sehr stolz darauf, die Ehrenamtler auch hier zu vertreten und bin sehr dankbar für diese Auszeichnung.